Willkommen zurück, meine Lieben, zu Tag 2 unserer Guild Wars 2 Woche. Ich freue mich heute, wir machen heute Kartenerkundung, denn wir haben im letzten Part die altehrwürdigen Götter besucht, das war im vorletzten sogar, und sind dem letzten Part dann der Göttin Kumir begegnet und haben leider erfahren, dass die Götter uns nicht wirklich helfen können, aber wir haben erfahren, dass Balthasar seinen Titel und noch irgendwie was abgenommen bekommen hat. Auf jeden Fall freue ich mich heute sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast und würde sagen, wir legen los mit der Kartenerkundung. Unsere wir haben 24% müssen vier Herzjämmern, davon haben wir eines direkt hier, haben noch ein paar Sehenswürdigkeiten, Wegmarken, Panoramen und Heldenpunkte auf jeden Fall. Okay, wir gucken mal gerade. Also die Sehenswürdigkeit hier vorne, die haben wir schon. Das Herzchen müssen wir jetzt machen. Belebt Opfer eines Hitzekollaps, wieder zerstampft schlummernde Chojas, zerstört Teerfallen, helft Wild zu jagen, verteilt Fleisch an. Schlachter. Okidoki. Okay, den Wasserextraktor haben wir schon gemacht. Da haben wir ein Choja. Ein schlummerndes Choja. So. Ups, ich würde sagen, wir gehen hier einmal einfach die Rundreise. Hier haben wir ein Choja. Und Wasserextraktor, genau. Ah, guckt mal, hier können wir dann Wasser abgeben, okay. Hier ist ein Wasserextraktor. Ah, das ist vom Herzchen gerade. Okay, mal gucken, aber vielleicht gibt uns das ja auch was für unser Herz. Na, das kann ja gut sein. Hier haben wir auf jeden Fall wieder einen Wasserextraktor, aber auch jemanden, der umgefallen ist. So, Wasserextraktor bitte. Ein Choja, wo kommt der denn her? Wo kommt der Choja denn her? So, wir holen hier einmal unser Holz. Das brauche ich nämlich für meine Heimstätte. Ich finde die Heimstätte so schön. Wie gefällt sie dir? Also ich bin mega gespannt und happy. Und das ist so cool gemacht. Man kann so viel dekorieren. Sie ist so schön groß. Erinnert mich so ein bisschen an Hogwarts Legacy. Also ich bin absolut begeistert und super froh, dass das so was Cooles geworden ist. Ich hatte ein bisschen Angst, aber ich bin absolut begeistert. Bin mal sehr gespannt. Du kannst mir auch gerne mal deine Meinung und Erfahrung dazu sagen. Ah, da ist auch noch irgend so ein Vieh. Okay. Da sind nur ein paar Ruppies. Unser Herz füllt sich. Langsam. Aber es füllt sich. Wir holen auf jeden Fall mal das Wasser. Und ich glaube, kommt der Choja auf einmal her? Ja. Das könnte funktionieren. Boah, da sind die Iboga-Teile. Die nehmen wir auch mal mit. Vielleicht sind die ja gut für unser Herz. Oh ja, unser Herzchen füllt sich ganz langsam. Aber es füllt sich. Wir geben mal unser Wasser ab. Und gucken und hoffen mal, dass das was für... unser Herz hat einen Megasprung gemacht. Okay. Wir haben noch welche zum Wiederbeleben. Da oben. Auf in den Kampf. Aufgeladen. Und zwei Chojas. Vielleicht kriegen wir unser Herzchen damit ja schon fertig. Lustig wäre es auf jeden Fall. Choja. Ein schlummernder Choja. Okay, das hat auf jeden Fall schon mal gut geklappt. Jetzt ist da noch ein Choja gekommen. Wo kommt denn das Ding auf einmal her? Okay. Gucken wir mal, ob wir das Wasser hier extrahieren können. Und dann gehen wir zu unserem netten Freund, dem wir das abgeben dürfen.
Zack. Bitteschön. Wir haben... 5 Punkte. Nice. Blutendes Herz. Helft dem Nomaden im Wald. Wahrsagerfeld, indem ihr alle ihre Aufgaben 5 verschiedene Male erledigt. Oh, das ist ja cool. Das war aber echt unbeabsichtigt. Okay, wir gehen weiter unsere Strecke, die wir hier so schön mit Blizzard angezeigt bekommen. Bringt mir alles Wasser, das ihr sammeln konntet. Ja, ich hab schon. Aber danke. Hab schon gemacht. So, da haben wir ein Panoramchen und Beherrschungspunkte braucht für Path of Fire. Der hat hier nebendran direkt einen. Super easy. Ah, okay, jetzt machen wir erstmal hier die Zwergentruhe auf. Können wir die öffnen? Panoramchen. Danke für eure Hilfe. Ja, gerne doch. Wir werden das, was ihr gesammelt habt, mit unseren nomadischen Freunden teilen. Unser Event haben wir bestanden. Jetzt geht's hier unten lang. Noch einer von euch Mondsichel-Gulen. Hi Leutchen, viel Spaß. Passt auf euch auf. So. Oh, guck mal, da ist ein Champi. Ein Champi, Champi, Champi. Hier sind auch Kopfgelder. Gerade Weekly kann ich euch mal zeigen. Ist nämlich gerade aktuell was. Ich habe mein Daily zufälligerweise fertig gemacht. Wir haben hier nämlich in der Woche, wir sind noch Mitte September, genau, wir haben noch September, schließt 5 Kopfgelder auf Domäne Wabi ab. Aber hier haben wir auch ganz coole Kopfgelder, die einem wirklich viel auch bringen und man sollte sie hin und wieder mal machen. Guckt mal, hier ist ein Sandportal. Und zack. Da sind wir schon. Wie cool, oder? Okay, das haben wir. Und jetzt geht's hier hinten lang. Das ist ja schon cool. Wir sind jetzt hier unten irgendwo rein. Und kommen hier raus. Das ist schon lustig, oder? Das ist schon fancy. Okay. Wir müssen einmal hier hoch. Oh, hier sind lauter Böse. Uah. Ja, hier ist ein Bounty. Ja, komm, wir machen schnell mit. So, da ist ein schönes Panorämchen. Okay, das haben sie scheint jetzt doch kaputt gekriegt, das Bounty, sehr gut. Oder? Ich sehe zumindest keinen Champion mehr da rumflitzen. Abenteuer. Ich hab's. Abenteuer, die man machen kann. Die kommen ja mit jeder neuen Erweiterung und das ist echt cool. Okay, das haben wir. Dann haben wir jetzt hier einen Heldenpunkt. Machst du den? Das war ja mega cool. Na, kommt. Haben wir. Nice. Cool. Super cool. Heißt, wir dürfen jetzt hier entlang flitzen. So. Dann einmal hier an der Seite. Hier ist ein Event in der Nähe. Oh Gott, sind hier viele Bösen. Immer uns mal unsichtbar gerade. Juhu. Ich finde die Karte auch wieder super cool gemacht. Das ist halt mal wirklich was komplett anderes. Ich finde es halt schade. Haben wir auch letztens zum Beispiel bei der Grundkarte, die sind wir am Erkunden, mein Freund und ich, für die Gaben, die wir brauchen und für die Generation 1 Waffen, die man aktuell aus dem Gewölbe sich holen kann, die Kisten. Es ist halt, die Karten sind so wunderschön gemacht, aber dann gibt es nur auf bestimmten ein paar Meta-Events, wo man so Champions kaputt machen kann, wie Schattenbehemond, was gibt's noch? Den Feuerelementar, diesen einen Golem, den man kaputt machen kann. Aber sonst ist man halt danach sehr, sehr seltenst auf den Karten. Layanomalie würde ich immer empfehlen zu machen, gerade weil die mystischen Münzen so extrem hochgegangen sind vom Preis. Und die gibt halt auch einem 3 Gold. Wenn man halt das Ding noch verkauft, natürlich noch mehr. Aber das macht halt schon was aus. Auf den Karten, finde ich, geht's. Weil da halt auch immer noch Events sind, man für ein paar Sammlungen, legendäre Schmucksachen, das mitmachen muss. Das ist halt
schon ein kleiner Unterschied. Okay, wir haben die auf jeden Fall. Hier ist ein Panorama. Es macht halt einen Unterschied, finde ich, wenn man mehr auf den Karten ist. Also ich war jetzt sehr, sehr lange nicht mehr auf den Path of Fire Karten. Aber Heart of Thorns auf jeden Fall. Gerade Taria, Chuck, die Events, die wir auch mitgemacht haben. Da kommt halt doch noch einiges mit. Und weil man braucht halt immer wieder für die Schmucksachen, auch für die legendäre Raid-Rüstung, kommt halt doch was zusammen, wo man dann da mitmachen muss. Das ist so schön lila. So schön. Oh Gott. Wow. Bitte nicht umbringen. Bitte habt mein Leben noch voll, bitte. Okay. Wow. Schnell, 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 schnell. Okay. Aber die neue Erweiterung, Yantier Wilds, oh, ich finde es mega, so, so, so gut. Ich finde es besser als Secret of the Obscure, ich habe es, glaube ich, schon mal in der Folge gesagt. Es ist einfach ein Unterschied, es ist so schön wieder gemacht, so das, was man von Guild Wars halt irgendwie kennt, meiner Meinung nach. Oh, okay, der wird jetzt lustig, der Boss, der wird lustig. Der fetzt einen nämlich schön immer hier gerne runter. Ich hole schon mal direkt hier Verstärkung. Oh, hört ihr das? Interessant, oder? Wir versuchen's. Wir versuchen's. Mehr können wir nicht versuchen als versuchen. Aufgeladen. Deshalb, ich stelle mich immer... Ja! Ich sag's noch. Man kann sich hier schön in die Ecke stellen. Und was passiert? Ich werde einfach runtergefetzt von dem Idioten. Und der lädt sich einfach immer wieder voll, der Mongo. Das gibt's nicht. Flammen! Aufgeladen! Stärker als Stein. Brauche hier etwas Hilfe. Aufgeladen! So mache ich das. Na los, na los, na los, na los, na los, na los. Ah, da... Ah! Oh Gott, da ist noch jemand gekommen. Zum Glück. Mach ihn schnell kaputt. Schnell, 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 schnell. Ja, super, dankeschön. Mega. Ich hoffe, er hat ihn gekriegt. Ja, okay. So, okay, wir haben hier noch einen Heldenpunkt. Den müssen wir leider nicht bekämpfen, zum Glück. Den müssen wir nicht bekämpfen, den Heldenpunkt. Da haben wir ein bisschen Schwein gehabt. So, zack. Und das Fantastische und Lustige zugleich ist, wir haben einfach so viele Heldenpunkte, können die Katalysiererin einfach schon fertig leveln, was ich total witzig finde. Ich habe auch schon überlegt, ob wir es einfach schon mal machen. Ich wollte sie ja erst, wenn wir bei End of Dragons sind, machen. Weil da hat man sie ja ursprünglich bekommen. Wir müssen mal gucken. Ich mache mir mal Gedanken. Ich wollte auf jeden Fall mal mit der Soraya auf dem Speer ein bisschen rumwuseln. Aber ich muss den Speer erstmal fertig herstellen, den legendären aus Staffel 1. Nur mir fehlen so viele Geisterscherben, das ist so blöd. Wobei, das haben wir hier. Wieso fliege ich einfach rein? Vor lauter Gebabbel sollte man lieber die Karte ein bisschen im Auge behalten. Aber ja, Geisterscherben. Was ich euch sehr empfehlen kann, Fraktale laufen für Geisterscherben. Und kauft euch bei dem einen Fritzen unten diese Erweiterungen. Dann kriegt ihr ab Stufe 2, lasst mich nicht lügen, ich glaube 75.000 Karma extra. Das ist fast eine Hälfte einer Geisterscherbe. Also das lohnt sich wirklich. Ich habe es nicht für möglich gehalten. Aber ja, ich bin auch nicht so die Fraktalläuferin. Das ist nicht so meins. Aber es ist sogar besser als Angriffsmission zu laufen. Weil da kriegt man leider gar nicht so viel bei rum. Aber ja, wir haben jetzt hier ein Panorama voraus. Oh Gott, wo laufen wir denn hier lang? Ich finde die Strecken, die man läuft, immer interessant. Boah, das sieht cool aus. Das sieht cool aus. Genau, apropos Geisterscherben. Für die, die das noch nicht wissen sollten, die neu bei Guild Wars sind. Geisterscherben kriegt man, wenn man hier zum Beispiel jetzt alles fertig gelevelt hat. Ich habe jetzt komplett alles schon durch. Von Zentraltyria, Heart of Thorns, Path of Fire, Eisbootsaga,
End of Dragon, Secret of the Obscure, Yantir Wilds. Dann kriegt man Geisterscherben und dann kann man sich ganz coole Sachen kaufen für die legendären Waffen. Und ich brauche zum Beispiel die Blutsteinscherbe, die kostet 200 Geisterscherben und man kriegt ab 255.000 immer eine Geisterscherbe und am besten mit einem Verstärker. Auch die Abenteuer machen, gerade auf Yantir Wilds, die sind so einfach. Da kriegt man super viel schnell XP. Ich glaube, ich habe 3 oder 4 Geisterscherben in dieser halben Stunde mit allen Abenteuern gemacht. Das ist wirklich rucki-zucki gemacht. Und eine Möglichkeit, schnell an Geisterscherben zu kommen. Und natürlich Fraktale laufen, wie ich schon gesagt habe. Die bringen nämlich auch echt gut XP mit. So. Nun sind wir mal hier um die Ecke. Da ist ein Panorämchen. Das ist so cool gemacht. Okay, wir müssen nach unten. Hallo Mausi. Na du? Ist deine Popo-Heizung aus? Hm? Meine Butti ist gerade bei mir. Man hört sie nicht mehr so oft in den Videos wie damals, als ich gestartet habe. Da war sie so oft in den Videos zu hören. Mittlerweile nicht mehr. Sie ist ruhiger geworden. Nicht, Niki? Nee. Vorne haben wir 5 eine Sehenswürdigkeit. So. Da lang. Das finde ich zum Beispiel auch ein wunderschöner Ort hier auf dieser Karte mit diesem Wasser, mit den Palmen. So, so schön, muss man wirklich sagen. Okay, wir dürfen jetzt hier einmal nach oben. Oh, wir sind beim Herzchen für die Hasen angekommen. Das ist echt ein cutes Herz, finde ich. So, ein bisschen den uralten Sprössling hier einsammeln. So, da sind unsere Herzchen. Was müssen wir machen? Helft den Ogern, Zähmlinge zu trainieren, Hyänenfallen wieder bereit zu machen und die herannahenden Gebrandmarken zurückzuschlagen. Ah nee, wir sind doch nicht beim Hasenherz. Das ist da hinten, okay. Habe ich jetzt ein bisschen verpennt. Wir haben das Osttor verloren. Schnell nach Osten. Das Südtor ist offen. Schlag die Wegmarke, hier ist eine Sehenswürdigkeit. Hier sind die Hyänenfallen. Ah, und dann kommt da ja was raus. Das ist ja cool. Hallo, ich will dich angreifen. Wieso darf ich dich nicht angreifen? Oh, das gibt aber viel. Da ist auch eine Hyäne. Fressen Schmerz. Wenn ich Hyänen sehe, muss ich immer an König der Löwen denken. An die Disney-Verfilmung. An die 2 komischen Fratzenviecher da, die immer so komisch gelacht haben. So, da war eine. Hier haben wir noch Hyänenfallen. Wieso kann es die nicht angreifen? Was ist denn hier wieder los? Okay. Oger, Harpien. Zählen die nicht auch dazu? Wir testen das mal. Zustand wird besser. Nee, ich glaube, die hat nicht geholfen. Aber hier sind nochmal 2 Hyänen. Hier ist ein Heldenpunkt. Den habe ich vorher übersehen. Cool. Nice. Okay. Lass mich mal jetzt kurz auf der Karte gucken, dass wir nicht wirklich irgendwie was jetzt hier vergessen haben. Unser Herz müssen wir noch machen. Wir haben die Wegmark, die Sehenswürdigkeit, den Heldenpunkt, die Sehenswürdigkeit. Okay. Was ist das hier? Übungspuppe. Hyäne. Ja, Herzchen fertig. Nice. So, wir dürfen... Hallo, Lost Tier, danke. So, wir dürfen jetzt hier weiter. Stopp, das haben wir schon. Dann dürfen wir jetzt hier weiter düsen. Halt dich nicht immer am Baum fest.
Also die Herzchen gehen. Wenn man weiß, was man zu tun hat, das dauert manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Aber im Ganzen sind sie eigentlich echt einfach. Gerade das Raptorenherz, was wir zuvor hatten, war ja auch super, super einfach. Auch wenn wir es zweimal machen durften. So, hier haben wir eine Sehenswürdigkeit, die wir schon geholt haben. Und jetzt haben wir das Hasenherzchen. Leiht euch einen Springer aus, indem ihr mit ihm redet. Bringt gestohlene Karotten zurück, verjagt Murmeltiere, tötet Tapien und zerstört ihre Eier und füllt die Wassertröge nach. Okidoki. Das machen wir doch. Und zwar, soweit ich weiß, können wir das auch mit unserem eigenen Springer machen. Und zwar haben wir hier so leckere Möhrchenrumpfsitzen, die wir anknabbern dürfen. Gehen wir einmal hier eine Etage runter. Hier ist ein Wassertrog. Karotten hinlegen, genau. Einlagern. Stell dir nur vor, wie hoch du mit etwas Übung springen könntest. Hier haben wir einen Wassereimer. Zack, Wasser für gefüllt. Und nochmal mit Wasser gefüllt. Nochmal mit Wasser gefüllt. Aber ich meine, den meisten Fortschritt bekommt man tatsächlich, wenn man hier diese Möhrchen einsammelt. Ich will einfach nur beim Korbkampf mitspielen. Ja, dann spiel doch da mit, Schätzlein. Musst du doch mitmachen. Hier ist noch eine Möhre. Hui. Quatsch. Hui. Dann gehen wir hier einmal noch hoch. Da ist nur ein Harpiennest. Aber ich meine, wenn man auf das Ei so Batsch macht, zählt das zum Herzchen dazu. Guck doch mal, wie weit wir mit dem Herz schon sind. Das ist Wahnsinn. So. Was wir auch machen werden in Zukunft, wir werden hier diese Risse schließen. Die sind Lebendige Welt Staffel 4, glaube ich. Mit denen kommen die dann. Dann haben wir auf allen möglichen Karten diverse Risse. Oh, das war knapp. Das war ein bisschen blöd von mir, uns einfach runter zu stürzen. Erst Verteidigung, dann Angriff. Ich bringe immer etwas Großes zustande. Ach, so. Erst kurz das Leben auffüllen lassen. Und dann auf den Hasi. So, da haben wir noch ein Möhrchen. Und dann geben wir die Möhrchen jetzt mal ab. Und dann sollte eigentlich unser Herzchen fertig sein. Wir gucken mal. Hops, hops, hops. So. Haben wir sie eingelagert? Ja, aber unser Herzchen ist noch nicht fertig. Dann haben wir hier noch ein Möhrchen. Zack. Und da hinten ist auch noch eins. Und da. Hui! Und das Schöne ist, man kann so hoch springen mit den Hasen. Das ist schon cool. So. Nein, unser Herz ist immer noch nicht fertig. Herzchen haben wir, Wegmarke haben wir. Hier haben wir jetzt noch eine Sehenswürdigkeit. Und das Coole ist, das Herzchen ist bis hier hinten auch noch. Heißt, man kann eigentlich, während man die Karte erkundet, so weit laufen, um sein Herzchen auch fertig zu machen, um halt auch einfach schon die Sehenswürdigkeiten, Panoramen zu holen. Wir haben jetzt noch eine Sehenswürdigkeit hier hinten und ein Panoramchen. Das haben wir. Sehr gut. Mit Blischhardt geht es halt wirklich super einfach. Das hätte ich mal damals machen sollen, als wir die Grundkarte noch erkundet haben. Da haben wir das nämlich nicht gemacht. Da bin ich noch wie ein verrücktes Hühnchen durch die Gegend gelaufen. Und habe... Betty ist heute zur speziellen Guild Wars 2 Woche total im Spring- und Aktivitätenlaune.
Da wird es so arschkalt draußen ist und es regnet nur bei uns. Es regnet und regnet zurzeit aktuell nur. Ist fürchterlich. Weiteres Panorämchen. Wie viel haben wir denn jetzt schon? Wir haben 68% der Karte schon. Es wird. Es dauert ein bisschen, aber es wird. So. Auf geht's in die Luft hier entlang. Ah, ich glaube, wir haben... Genau, da ist eine Sehenswürdigkeit. Ich meine, hier ist doch auch irgendwo noch ein Heldenpunkt gewesen. Auf jeden Fall ist ein Beherrschungspunkt hier. Und das, auch das jetzt schon wieder. Das ist so schön. Richtig so eine alte Ruine, wo so ein uralter Baum steht und hat so schöne roséfarbene Blätter. Es ist wirklich schön. Wir kommen jetzt sogar, glaube ich, in ein Schneegebiet. Das ist auch total cool gemacht. Normalerweise so Wüste, warm. Und hier haben wir einfach Winter. Aber die Karte ist einfach wunderschön. So, wir müssen weiter hier hoch. Schneckchen, ich habe deine Popo-Heizung angemacht. Du musst mal auf die Couch wieder gehen. Na, hab die Popo-Heizung angemacht. Nee, die Popo-Heizung ist an. So, ich brauche aber meine andere Hand wieder. Dankeschön. Wir haben hier einen Teich, auf dem Eisgolems. Uah, lässt jetzt los. Ich finde, muss ich jetzt mal gerade sagen, die Karte erinnert mich total an... Moment, lasst mich mal kurz gucken. Wo sind die Eisgebiete? Ich glaube, hier ist dieses Gebiet, oder? Genau, Donnerkopfgipfel. Die sind auch so schön gemacht. Da ist auch viel Schnee und wirklich coole Karten. So, wo müssen wir denn jetzt lang? Wo müssen wir denn jetzt lang? Na, Schneckchen, wo müssen wir jetzt lang? Jetzt müssen wir ins tiefste Wintergebiet. Hier ist auch ein Abenteuer. Greifenmeister. Oh, ein Greifenrennen. Ja, das ist die Greifenrennen. Die mache ich, wenn ich den Greif ein bisschen besser fliegen kann. Aber es ist so cool, wie manche mit dem Greif umfliegen können. Das ist so mega. Und dürfen jetzt hier voll komisch um die Ecke düsen. Und ich glaube, wir kommen zu einem Panorama. Die Karte ist einfach wunderschön. Man kann einfach nichts anderes dazu sagen. Sie ist so schön. Aber leider, man hat halt so bestimmte Karten. Zumindest geht es mir so. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Man hat bestimmte Karten, wo man einfach immer wieder drauf zurückkommt. Wo man bestimmte Events täglich mitmacht. Man wird dann zwischendurch bei Sammlungen und gerade bei den legendären Schmuckstücken gezwungen, so ein bisschen wieder auf die Karten zurückzukommen. Aber im Grunde ist man einfach super seltenst in Zukunft dann auch noch drauf. Und das finde ich so, so schade, weil die Karten so schön gemacht sind. Da oben haben wir unser Panorama schon. Da ist es. Eine Schneeeule. Guckt mal, wie hoch wir einfach sind. Ist der Wahnsinn, oder? Das sieht so schön aus. So, so, so schön. Es geht in die Tiefe. Und dann bin ich mal gespannt, wo es weitergeht. Zum nächsten Panorama geht es weiter. Okay. Das ist so schön. So, so schön. Wahnsinn, oder? So, was haben wir hier noch? Wir haben hier sogar eine Taucherbrille. Ich weiß nicht, ob man da einfach nur runterspringen müsste oder ob man da in so einen Bottich, sage ich jetzt mal, rein muss. So, auf jeden Fall, guckt euch das doch mal an. Wie schön, oder? Hier ist auf jeden Fall wieder ein Beherrschungspunkt.
Aber für uns geht's jetzt in die Richtung weiter. Und zwar hier entlang. Allein das. Jeder andere wäre jetzt wahrscheinlich ringsrum geflogen. Aber nein, hier ist so eine Eishöhle, wo man einfach durchfliegen kann. Also ich hätte den Weg nicht gefunden. Ich wäre erstmal komplett außenrum. Oder ich wäre zur Wegmarke zurückgeportet und wäre dann wieder irgendwie hierher gekommen. Deshalb, das ist Wahnsinn, wie die Leute das rauskriegen. Sich da Gedanken machen. Es ist schon mega cool. So, wir haben ein nächstes Panoram. Schon eine Sehenswürdigkeit vor uns. Hier unten. Sehenswürdigkeit haben wir. Oh, das sieht ja aus wie im WVW. Aufgeladen. Das ist ja cool, guckt mal. Aber ich weiß, dass wir hier einen hellen Punkt drin haben. Echt cool. So, jetzt müssen wir aber hier entlang zum Heldenpunkt. Betty, du stehst mir dezent im Bild, mein Schatz. So ganz dezent. So. Ihr, aufgeladen. Ja. Ihr habt etwas an euch. Möchtet ihr dieses Feuer, das ihr da habt, gegen ein wahres Inferno testen? Mich bringt nicht Macht, gibt mir recht. Oh. Vor lauter gucken, ob ich die Knöpfe treffe. War ein bisschen hin und her gespannt, ob er mich aufheben soll. Aber ich brauche halt eine Ewigkeit, um wieder hierher zu kommen von der Wegmarke aus. Und ich möchte hier den Weg weitermachen. Auf jeden Fall. Habe ich den jetzt so gekriegt? Ja. Den haben wir gekriegt, den hellen Punkt. Okay. Wir dürfen uns erstmal in die Tiefe stützen. Ich weiß, dass es hier auch irgendein interessantes... Ich will jetzt nicht sagen Sprungrätsel, aber man muss hier an der Lava irgendwie entlang und kann da sich dann auch irgendeinen Erfolg holen. Das ist echt cool gemacht. Allein guck doch mal jetzt hier lang zu gehen. Ich war in meinem Leben noch nicht hier unten. So, okay. Ja, hier in die Richtung weiter. Hui. Es ist schon alles voll cool miteinander verbunden. Man hat da so Tunnel, Höhleneingänge, wo man dann wieder in die Oberfläche zurückkommt. Das ist schon Wahnsinn. So, wir sind jetzt an der Stelle, wo wir das Panorama hatten. Wo ich gesagt habe, guckt mal, da ist ein Beherrschungspunkt drin. Aber wir sind unten drunter. Und kommen jetzt beim Wasserfall hinaus. Weil wir haben da noch eine Sehenswürdigkeit. Und das meine ich, normalerweise sind wir dann von oben, wo wir das Panorama hatten, nach unten. Und haben uns dann hier runtergestürzt. Guck, ich zeig's euch mal. Um halt diesen Höhleneingang dann zu finden. Da ist es so natürlich ein bisschen angenehmer. So, wir haben hier eine Sehenswürdigkeit. Zack. 94% der Karte. Wir haben es bald. Und dann ist auch diese Folge schon bald zu Ende. Und wir haben noch, was müssen wir überhaupt noch holen? Ein Herzchen und eine Sehenswürdigkeit müssen wir noch machen. Okay. Mal gucken, wo das letzte Herzchen ist. Ich bin mal gespannt. Ah, das ist bestimmt da hinten, wo die letzte Wegmarke rein theoretisch dann auch wäre. Wenn wir sie nicht schon hätten. Und das Lustige ist, wir sind hier sogar schon mal vorbeigekommen, aber über die Luft, meine ich, oder? Sind wir hier vorbei schon mal gekommen? Weil wir den Rest schon haben. Also einmal Kommando zurück. So, unser letztes Panorämchen. So. Das Panorama haben wir uns damals schon geholt, dass wir die Kristalle gesammelt habe, die beim Pflast, ja, als er verstorben ist und explodiert ist, sage ich jetzt mal so höflich. Da haben wir dieses Panorama schon geholt. Wir haben auch diese Sehenswürdigkeit schon. Heißt, wir dürfen jetzt hier unten entlang.
und haben hier ein Herzchen. Was dürfen wir denn machen? Die Choya scheint zu signalisieren, dass sie Hilfe brauchen, aber es ist nicht klar, was genau. Ich vermute mal, die netten Harpien ein bisschen in ihren Tätigkeiten zu stutzen. Aufgeladen. Kalte Kraft. Kokospalme. Schütteln. Okay, können wir nicht schütteln, leider. Würde ich sagen, gehen wir nochmal hier zurück zu den ganzen Harpien. Wenn wir jetzt schon hier sind und auf Harpien... dürfen wir auf jeden Fall... Harpienfeder. Ah, wir können die Harpienfedern da reinlegen. Das ist ja cool. Da sind Harpien. Aufgeladen. Haben wir hier eine Harpienfeder jetzt bekommen? Lauf! Nimm die Füße in die Hand und lauf. Da ist auch eine Harpienfeder. Sehr gut. Können wir die Betten auspolstern? Gut, so viel Fortschritt gab es jetzt leider nicht, aber okay. Vor allem, ich glaube, die rennen nicht. Ich glaube, die tanzen sogar. Ich glaube, die sind sogar am Tanzen. Das sieht so süß aus, wie die da rumtanzen. Was machst du da? Ist das ein Tanz? Ist das Essen? Was wird das? Da ist ein ungezähmter Choya. Den versuchen wir uns zu holen. Erschöpfter Choya. Okay, das hat funktioniert. Hallo Choya. Da ist noch ein Choya. Noch ein Choya, den wir gezähmt haben. Yeah, wir haben unser... Wie ist die denn so schnell hierher gekommen? Wie schnell ist die denn bitte hierher gekommen? So, wir haben unser Herzchen abgeschlossen. Und wir haben die Map fertig. Wir haben einmal einen Schlüssel bekommen und ein Weberlabor-Lager, weil wir als Weber die Karte erkundet haben. Das ist super, super cool. Da ist meistens irgendeine Rüstung dann drin, die man verkaufen kann. Wir haben viel Schnickschnack zudem bekommen. Maß an Handelsverträgen. Und ich würde sagen, das verkaufen wir einfach. Da freut sich dann jemand. Ja, und wir sind somit am Ende der Folge. Ich würde sagen, wir verabschieden uns einmal. Ich hoffe sehr, dass es dir soweit gefallen hat und freue mich natürlich sehr, dich am nächsten Tag wieder willkommen heißen zu dürfen. Da geht es mit der Geschichte weiter. Wir werden den Weg nach vorne angehen, irgendwo in der Wüste. Meldet euch bei der Speerin in den Elon-Flusslande, um mit eurer Suche zu beginnen. Optional sprecht mit Zalambur, bevor ihr die Elon-Flusslande betretet. Das werden wir als allererstes machen. Aber jetzt würde ich sagen, machen wir erstmal Schluss für heute. Ich würde mich freuen, wenn es dir gefallen hat, dass du mir ein Like und gerne auch einen Kommentar da lässt. Und wenn du ganz neu sein solltest, dann lass gerne ein Abo da. Aktiviere die Glocke, dass du keine Videos mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder zum dritten Part dann. Bis dann. Ciao, ciao.